Oh, ist das ein Seeigel? Ich habe einen schwarzen Seeigel gefunden. Oh, lol. Und da ist eine Kiste. Hier ist ja auch noch eine Kiste, ne? Nee. Die Sachen mit den Ketten dran scheinen manchmal echt auch Kisten zu sein. Oh, das ist Zufall. So, wir müssen wieder Wege freiräumen. Hallo? Danke. Ja, ich finde ja auch endlos viel Müll. Ich frage mich, ob der halt auch irgendwann wieder respawnt, der ganze Müll, den man so hat. So, jetzt haben wir schon Halbzeit. Jetzt haben wir schon 10 von diesen Dingern gefunden. Und 10 Bereiche gereinigt. Hui! Jetzt können wir doch bestimmt hier unten. Können wir hier unten weiter? Nein. Dann mache ich den Teil hier auch nochmal eben weg. Weil wir hier schon ganz gut dabei sind. So, die Lizzie hätte echt gerne silbernen Seetang. Das wäre richtig gut. Fände ich schon Premium. Oh, hier habe ich aber einen doppelten Seetang bekommen. Auch sehr fein. Ist hier in der Ecke denn noch Gibbel? Also hier ist Müll, ja, das sehe ich. Oh, wer bist du denn? Hi. Moin. Ist hier denn noch irgendwie Gibbel? Ich kann hier irgendwie nicht richtig lang schwimmen gerade. Ach so, weil ich auf diesem Stein-Ding da bin und deswegen konnte ich da nicht weiter schwimmen. Hier ist aber auch kein Öl mehr. Hm. Ein achtarmiger Seestern. Den haben wir gefangen. Lol, hier ist eine Treppe. Mich von den Fischis ein bisschen beobachtet hier. So ein ganz klein wenig. Hier ist auch alles schon sauber. Hier ist irgendwie noch dreckig. Stimmt, ich erinnere mich an die Stelle, hier hätten wir auch schon alles gereinigt. Aber ich glaube, dann könnte es wirklich gleich bei der Schildkröte weitergehen, da müssen wir echt warten. Aber die Tomaten brauchten ja auch nicht so lange, es waren ja nur 4 Tage, glaube ich. Oh, Krebs. Nice. Mr. Krabs. Aber dann haben wir hier in dem Abschnitt alles soweit gefunden, mal abgesehen von Müll. Jetzt sammeln wir jetzt halt noch nicht alles an Müll ein, weil uns das halt unfassbar viel Energie kostet. Und ich will jetzt noch schauen, wo wir noch Ölkram haben. Ich glaube, das scheint alles weiter rechts zu sein, hinter der Schildkröte. Niedrige Ausdauer entdeckt. Ja, Mami. Ich weiß. Hier ist noch eine Muschel. Und da ist ein Seestern. Da ist ein Patrick. Oh, mein Inventar ist voll. Dann. Ja, nee, dafür jetzt.
Ausdauer snacken wäre, glaube ich, auch dumm, weil wir eh wirklich nicht mehr so viel Platz haben hier, ne? Was ist denn entbehrlich? Hier, das. Die Fasern. Nehme ich doch lieber den Seestern mit. Ja, gut, dann geht's wohl rechts weiter bei der Schildkröte. Hier unten war ja auch alles gereinigt von Öl. Oh. Dann können wir echt nur abwarten. Tomaten abwarten und Tee trinken. Und Müll sammeln. Theoretisch. Kann man halt mal auch machen. Taps, taps, taps. Heiß Gott. Können's ja. Ah, das ist halt geil. Ich sehe das jetzt erst, dass wir uns jetzt über zwischen dem Tauchspot und dem eigenen Haus hin und her teleportieren können. Zur Höhle können wir uns ja auch teleportieren dann. Und zum Tempel. Das ist halt super gut. Macht's halt wesentlich chilliger, ne? Ach, man braucht 3 Schrott dafür, okay. Ich glaube, wir können das hier bald auch alles wieder ein bisschen mehr aufteilen, natürlich. Dum, dum, dum. So, achso, hatte ich den Seestern jetzt eigentlich mal abgegeben gehabt? Ja, den Seestern haben wir schon abgegeben. So, dann verkaufen wir die Blümchen. Die finden wir sicher eh nochmal über den Sommer. Dann 2 von den Austern. Und den Seepilz, den können wir ruhig auch verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob man zählt Seepilz da auch als Lebewesen. Oh, das ist wie so eine Muschel. Keine Ahnung. Ich lasse die Sachen mal alle da drin. Und dann packen wir die mal eben ein und dann gehen wir ins Museum. Den Seestern können wir verkaufen. Ich glaube, viele von den Sachen können wir verkaufen dann. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz. Wir müssen ja ordentlich rein donaten im Museum. Oh, hier sind auch nochmal Blümchen. Sehr gut. Oh, mein Inventar ist voll. Scheiße. Ja gut, ist ja gleich wieder ein bisschen frei. Und da war eine Mülltonne und die Mülltonne war sehr voll. So. Das ist ordentlich was hier. Das sind wieder 7 Tierchen. Jetzt sind wir bei 31 schon. Das geht aber schnell eigentlich. Wir finden echt viel momentan. So. Hallo, ich Metroid. Hallihallo. Ah, ist ja schön, dass du die dann mal wiedersehen konntest. Das ist doch toll. Ist halt immer schade, dass man dann so einen Grund hat, wo man Leute trifft. Na, das ist immer ein bisschen sad. Das wird wahrscheinlich auch öfter im Leben passieren, leider, als einem lieb ist. So. Ich habe gerade Rittersporn eingesammelt. Hallo. Ich würde gern sagen, ich bin überrascht, dass dass Pufferfisch hierher gezogen ist. Aber das stimmt nicht. Manchmal ist das Leben unfair. So, schauen wir mal in den Kalender. Ah, Valentina hatte gestern Geburtstag und morgen hat Connor Geburtstag. Ich glaube, es ist nicht schlecht, sich beim Bürgermeister einzuschleimen, oder? Am 12. ist bunter Disco-Tag. Aha. Aha. Bunter Disco-Tag, alles klar. Mhm.
Und dann gibt's noch Strandsäuberung diesen Sommer. Okay. Entschuldigung. Ach, ich gehe mal Zeug verkaufen. Ah. Ja, Uta ist gleich eigentlich tatsächlich eine gute Idee. Ich habe hier meinen Buchweizen-Tee auch schon bereitgestellt. Aber ich glaube, ich werde mir erstmal einen Koawach reindrücken. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Ich wollte jetzt nur gucken, ob ich hier noch ein bisschen was sammeln kann gerade. Okay, wie übel sie gerade auf diesen armen Schmetterling eingeprügelt hat. Grille! Ich habe die Grille gefunden. Und ich fühle mich langsam müde. Ja, okay, dann gehen wir jetzt nach Hause. Keine Lust, hier gleich umzukippen. So, wir haben Schrott bekommen. Den können wir dann hier gleich nochmal eben reinfeuern. So. Dann können wir vielleicht auch nochmal ein paar... Ach, wir waren ja gar nicht tauchen. Wir haben ja schon alles weggebracht. So, die Blümchen verkaufe ich mal. Die Muscheln. Können alle weg. Den Koi, den haben wir gerade aus einer Mülltonne gezogen, ne? So. Ich bin ein bisschen irritiert, dass man den Seeigel... Den Seeigel konnten wir auch nicht donaten, ne? Konnten wir den gar nicht donaten? Ne, der ist ja auch nicht mit bei. Obwohl, hier ist... Na gut, hier ist was Rundes bei, auf jeden Fall. Aber Seeigel gehören wohl nicht dazu. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich eben verguckt habe oder ob es einfach nicht wirklich nicht dazu gehört. So, 428 haben wir bekommen für den ganzen Stuff, den wir jetzt verkauft haben. So, was sagt denn das Fernsehen? Ausbau des Landes wird ja weiterhin Pepperoni sein, oder? Ah nee, das ist Jenna. Der Sommer ist da. Ich erzähle euch heute etwas über einen Sommerfisch. Clownfische leben im Ozean und tagsüber schwimmen sie in der Nähe der Docks herum. Nachts nicht. Okay, wartet. Aufschreiben, Chat. Aufschreiben. Also. Clownfisch. Sommer. Clownfisch. Ozean. Docks. So. Tagsüber. So. Dieser Fisch ist so schlau, meine Püppchen. Er erinnert uns buchstäblich daran, dass wir uns am Ende des Tages eine Auszeit nehmen und uns nur auf uns selbst konzentrieren sollten. Ich liebe diesen Fisch jetzt schon. Okay, gibt's Zeit, Jenna? Was sagt das Wetter? Ein Sommerregen ist im Anmarsch. Morgen wird es nass und regnerisch sein. Eine schöne Abwechslung zur Sommerhitze. Okay. So, und die Kochshow wird wahrscheinlich dieselbe sein wie vorher, oder? Ja, es ist dasselbe. Alles klar. Dann können wir das überspringen. Gut. Ich hoffe, Jenna erzählt uns noch ein bisschen mehr über andere Fische auch und nicht nur über den Clownfisch, weil es gibt doch im Sommer bestimmt noch andere Fische. Mal kurz das Pause-Screen hier im Spiel. So. Bin zu dumm. Na. So, Koawach.
Dann lass uns aber erstmal hier die Blümchen gießen. Entschuldigung. Mit Wasser füllen. So. Ich müsste eigentlich noch eine zweite, ein zweites Bienenhäuschen machen. Damit wir schauen können, welcher Honig dann mehr wert ist. Wir brauchten Bronze, ne? Bronzeerz, 5 Stück. Ah, da müssen wir noch mal ein bisschen was sammeln gehen. Dein SteamGuard-Code wird nicht erkannt. Okay. Das ist natürlich nicht ganz so gut. So, ich flitze mal eben ins Museum. Und schau mal eben wegen dem Fisch da und so. Und alles, was übrig bleibt, können wir dann verkaufen. Hi, Vogel. Ah, die Vögel, die spawnen noch einfach immer noch, ne? Die fliegen nicht weg, die spawnen. Ich bin schon wieder am Museum vorbeigelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Connor hatte heute Geburtstag, ne? Vielleicht finden wir unterwegs irgendwie ein Blümchen oder so, was wir verschenken können. Ah, hier der Koi und die Blattschneidermotten, ist klar. Dann brauchen wir jetzt ja nicht mal mehr 10 Stück, oder? Ah doch, 17 brauchen wir noch. Ich habe es mit den anderen verwechselt, mit den Tauchpunkten. So. Was haben wir denn aus der Mülltonne hier? Kompost, okay. Wer hätte das gedacht? Finden wir hier irgendwo ein Blümchen? Vielleicht? Da. Da wächst eins in der Bank drin. Sehr gut. Links ist auch nochmal eins. Ah, scheiße, die ist zu schnell. Da habe ich jetzt auch gerade nicht aufgepasst, glaube ich, so richtig. So, dann lass uns mal gucken, wo Connor sich aufhält. Wo ist er denn gerade? Da nicht. Wer ist denn Randy? Ach, Randy war der... Stimmt, war der Lehrer. Entschuldigung. Wo ist Connor? Connor war der Typ mit der geilen Mütze. Ich sehe den gar nicht. Ein Stadtbewohner. Wo wohnt er denn? Sag mal. Natur holt sich ihren Platz zurück, ja. Hä? Zwei steht dann. Das sind Joko und Klaas. Und hier haben wir Paul. Ah, hier. Hier ist das Bürgermeisterhaus. Okay. Da oben. Gießen, Mami. Wir waren ja auch noch gar nicht in dem Pufferfisch-Ding drin, ne? Irgendwie. In dem Gebäude. Da kann man ja gleich auch mal reingucken. So, und hier wohnt der Bürgermeister. Das ist halt auch echt hübsch hier, ne? Hallo. Das ist ja süß hier. Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Oh, wie schön ist das hier bitte? Alter, das ist einfach Sims. Das sieht einfach aus, als hätte ich hier eine Sims-Bude eingerichtet, ohne Witz. Aber
okay. Die Hafermilch war nicht mehr ganz so gut. Ich gehe mir eben eine neue holen. Okay. Wir müssen eh mal eben kurz Pause machen. Dann kann ich das mal eben machen und bin dann gleich wieder da. Dann kann ich eben pullern gehen und mir neue Milch holen und so. Gudi, das ist so eine schöne Wohnung hier bei Connor. Die ist so hübsch. Ich kann es nicht glauben. Ich hätte wissen müssen, dass es nur eine Briefkastenfirma war. Was? Was? Was ist eine Briefkastenfirma? Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Es ist für keinen von uns gut, wenn Kugelfisch in der Stadt ist. Was? Was ist eine Briefkastenfirma? Es ist Sommer. Oh, okay, den Themenwechsel habe ich nicht erwartet. So, hier habe ich ein Geschenk für dich. Ich schenke dir, glaube ich, hier mal die Cosmo, oder wie die hieß. Bitteschön. Danke, dass du an meinen Geburtstag denkst. Betty hat recht. Du bist ein sehr aufmerksamer Mensch. Ich habe gerade gedacht, okay, ist Betty seine Frau, aber dann fiel mir ein, nee, Betty hat ja der Mann ist ja, glaube ich, verstorben oder so. Mensch, Peps, man muss sich auch nicht mal dreimal Jörg nennen. Und passiert halt. direkt an den Müll hier. Aber wir können auch eigentlich mal wieder ein paar Kisten zu den Jungs hier bringen, oder? Ein paar Truhen. Das könnten wir auch mal wieder machen. Ich würde mir gerne mal Pufferfisch angucken. Hier waren wir auch noch nicht. Okay, es sieht aus wie gefühlt jedes Büro gefühlt. Think global first. Mhm. Die Mucke ist ja wild. Nur mit Mitarbeiter. Okay. Nicht für Mitarbeiter, sondern mit Mitarbeiter. Wo ist eigentlich dieser mystische Baum in dem Spiel? Es gibt mehrere. Es gibt mehrere und das sind diese Bäume, die so einen grün wabernden Schimmer um sich herum haben, mit so einem Stein davor, wo du den Text nicht lesen kannst. Die sind das. Da stehen immer so ein paar rum. Guten Tag, wie kann ich helfen? Rainer. Ich nenne sie mal Rainer. Obwohl Rainer, glaube ich, irgendwie falsch ist. Rainer? Keine Ahnung. Rainer klingt halt nach Rainer. So. Als wäre sie irgendwie ein Rainer. rechts von mir liegt der Arbeitsbereich unserer Angestellten. Das Büro der Managerin ist hinter mir. Momentan sitzt dort unsere Filialleiterin Karen. Naja, ja, da steht sie auch. Hier ist der Meetingraum. Hab dazu eine Quest. Ja, dann sind das diese Bäume, die halt überall rumstehen da. Die sind eigentlich relativ auffällig mit dem wabernden Gebild drumherum, so ein bisschen. Das ist wie so Nebel. Und es sieht nicht so ganz gesund aus. Sieh mal einer an, wer sich hier blicken lässt. Was kann ich für dich tun? Durch das Fenster beim Büro habe ich freie Sicht auf die Mitarbeiter. Das ist schön für dich, Karen. Eine Kristallkugel. Ja, warum steht hier sowas rum? Menschliches Verhalten für Dummies. Boah, ist eine kleine Profilerin, ne? Die gute Frau. Ja, natürlich ist hier noch so eine Ansicht von der Insel wahrscheinlich. So ein Modell. So, warte mal. Da geht's links noch weiter. Moment. Ich glaube, links geht's noch weiter, oder? Ah, nee. Hier geht's nicht weiter. Da können wir auch leider nicht runterlaufen. So, gut. Dann, genau. Ich wollte Truhen holen und dann nochmal zu den Jungs, ne? Konnten wir uns nicht einfach teleportieren eigentlich? Ich habe noch Schwierigkeiten, irgendwie die Teleport zu finden. Na, hier gibt's, glaube ich, auch keine in der Nähe. Ich weiß halt nicht, wie lange die Jungs offen haben.
Das ist ja, was wir machen werden. Wir werden die Tageszeit jetzt doch einfach mal auf 80% stellen. Vielleicht ist es dann doch noch ein bisschen angenehmer, weil die Zeit vergeht schon echt flott, wenn man mal irgendwie von einer Ecke zur anderen muss oder so. Ich muss schon wirklich sagen, dass ich das sehr angenehm finde, dass es mittlerweile nicht nur Coral Island hat, sondern My Time with Sandrock, da kann man die Spielzeit ja auch einstellen. Das ist schon sehr, 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 sehr angenehm. Dass man nicht ewig und 3 Tage da immer dann also viele Sachen einfach nicht schafft. So. Ja, dann können wir die Sachen ja einfach verkaufen hier, oder? Da 80% habe ich auch für mich eingestellt, da komme ich relativ gut klar mit. Ja, vielleicht ist das dann auch genau das Richtige für uns. Weil ich will es halt auch nicht zu lange haben. Ich mag ja auch den Abend mitbekommen und so. Zu langsam wäre auch blöd. Und manchmal bin ich ja auch zügig irgendwie mit dem Tag durch. Aber gerade wenn man jetzt einfach nur so ein bisschen entdecken geht und dann noch einem noch einfällt, ach ja, ich wollte ja noch irgendwie jetzt zu dem Schmied und so. Und dann ist halt irgendwie schon wieder halb Nachmittag, dann wird es ein bisschen stressig vielleicht. So. Die Grille können wir auch verkaufen. Die haben wir auch schon. So. Haben wir echt so wenig Kisten, ne? Ich dachte, wir hätten mehr gehabt. Süß, wie die Bienenbox da rumwobbelt. Ach, genau. Ich würde ganz gerne später auch nochmal in die Höhle dann gehen. Um noch ein bisschen Bronze zu finden. Vielleicht schaffen wir das dann auch noch zeitlich. Damit wir uns noch ein Bienenhäuschen machen können, dann können wir vielleicht die Rosen, die wir hier gerade anpflanzen, können wir die dann ins Bienenhäuschen werfen. Herrliche Meerferkel. Hallihallo. Na, alles gut? So, leg mal einen Zahn zu hier. Ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Oh, Blümchen. Gib Blümchen. Ja, alles gut soweit. Heute ist mein Unterleib auch wieder entspannter. Das ist sehr, sehr erholend. So. Oh, Connor steht auch gerade hier. Hi. Hi, Leute. So, die Truhe. Oh, wir hätten auch die Geoden mitnehmen können. Die habe ich ganz vergessen. Die hätten wir auch noch gehabt. Tonkrug, Bronze-Seetang, das andere war auch, glaube ich, nur Müll, genau, und Glas. Okay, das war jetzt halt nicht so geil. Ich frage mich, wie lange die offen haben. Bis 18 Uhr. Oh, dann wisst ihr was, dann flitzen wir doch nochmal eben nach Hause und holen auch nochmal die, die Geoden, die ich gefunden habe. So ein bisschen hin und her eiern. Aber das machen wir jetzt nochmal eben. Weil es vielleicht auch klüger wäre, wenn wir jetzt uns eben in die Mine gehen. Das dauert ja sonst wieder ewig, ne? Und lass uns lieber in die Mine gehen erstmal. Ach, da kommen wir gar nicht weiter, stimmt ja. Stimmt ja. Um schnell in den Wald zu kommen, biete dem Waldbaum 2 Gaben dar. Warte mal, wie geht das? Muss ich hier dann was reinlegen? Oder wie ist das? Oh, jetzt habe ich es gegessen. Ich habe gerade eine Blume gegessen, Chat. Ich frage mich, welcher Waldbaum gemeint ist. Oh, hier sind nochmal... Hier ist Hibiskus. Bin noch nicht so ganz hintergestiegen, ob man jetzt für diese ganzen Teleporter immer wirklich Bundles braucht und diese Altare. Oder ob man die wirklich anders freischaltet, die unterschiedlichen Teleports, weil es gibt ja einige. Und man braucht ja schon eine Weile, um die Teleports freizuschalten, weil es ja von Jahreszeit zu Jahreszeit unterschiedlich ist und so, ne? Ja, aber den Tonkrug, den haben wir eigentlich schon im Museum abgegeben.
Den haben wir schon. Dann können wir, das heißt, wir können den verkaufen wahrscheinlich. So, na, alles Korall bei euch. Hallo Mo! Ja doch, ich habe Korabach, ich kann Korbel spielen, also alles super. So, jetzt können wir hier aber hin teleportieren. Das ist halt mega praktisch. Gehen wir zur Höhle direkt. Oh, Blümchen. Und da ist noch ein Blümchen. Lol, wie der Affe da jetzt auch auf dem Fass sitzt. Der kleine Scammer. Der scheiß Scammer-Affe. Kann getragen werden. Das ist übrigens, Leute, oh mein Gott, das habe ich vorhin gar nicht gecheckt. Das habe ich vorhin gar nicht gecheckt, weil das... Das war das vorhin übersetzt? Habe ich das vorhin übersetzt vorgelesen, ey? Da muss ich nachher mal ins Video die reingucken, wenn ich das noch finde. Das habe ich gar nicht gecheckt. Der heißt ja Concerned Monkey. Und wir noch so, als wir die Harvest Moon Cap gesehen haben, dachten wir so, boah, wäre voll cool, wenn da noch eine Stardew Valley-Anspielung wäre. Der heißt Concerned Monkey. Oh mein Gott. Das klingelt ja jetzt erst. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob es nicht vorhin sogar deutscher Text war, aber ich bin mir nicht sicher. Als wir eben da waren. Der Concerned Monkey, Alter. Ja, für die, die gerade denken, hä, was ist denn ihr Problem? Concerned Ape ist der, so nennt sich der Entwickler von Stardew Valley. Und das ist halt jetzt schon sehr witzig. Okay, wir hatten zwei Easter Eggs an einem Platz und ich hab's nicht gecheckt. Wir haben es alle nicht gecheckt. Besser spät als nie, ja. Auf jeden Fall. Aber trotzdem ist der Concerned Monkey ein kleiner Scammer. Ja, er ist ein kleiner Scammer. Weil ich diese Cap nicht tragen kann, die ich gekauft habe. Für 2700 fucking Korallen, Alter. Oh, sehr gut. Siehst du, da haben wir eigentlich schon genug für das Bienenhäuschen. Perfekt. Hallöchen, Lord Antonius. Werbung für Harvest Moon, die Story of Seasons. Naja, Harvest Moon Back to Nature ist halt das Original Harvest Moon, auf dem sämtliche Farming-Spiele basieren. Und das tut Story of Seasons halt eben nicht. Harvest Moon Back to Nature ist halt eben das Original schlechthin. Darauf basiert ja die ganze Spielfigur sogar. Harvest Moon ist Story of Seasons. Ah, fangen wir jetzt wieder mit der Diskussion an, ja? Harvest Moon Back to Nature ist der erste originale Harvest Moon Teil. Mir ist bewusst, dass Story of Seasons quasi aus Entwicklern von Harvest Moon besteht und dass quasi Story of Seasons auch Harvest Moon ist im Grunde. Aber trotzdem ist Harvest Moon Back to Nature das Harvest Moon, das Original Harvest Moon, der allererste Teil. So muss ich es noch deutlicher sagen oder war auch das schwer zu verstehen? So. Weil wenn, dann hieß es ja, würde da ja stehen Story of Seasons Back to Nature und das tut's halt eben nicht. Das ist halt einfach eine Hommage an das alte Harvest Moon, wie es früher war. Weil ich muss nämlich sagen, ich habe Harvest Moon damals ja auch super viel gespielt, sowohl Back to Nature als auch Friends of Mineral Town und sowas. Und Story of Seasons, ich weiß nicht, ich mag das ganze Aussehen zum Beispiel schon gar nicht. Deswegen ist es für mich halt trotzdem, für mich in meinem Herzen, nicht das Harvest Moon. So, wir haben alles, was wir brauchen. Aber das ist halt so eine ganz persönliche Sache. Das mag jeder anders für sich handhaben, ne? Das ist auch völlig okay. Trotzdem finde ich es sehr schön, dass sie halt hier das Original nochmal mitgewürdigt haben. Und halt eben auch noch die Stardew Valley-Anspielung ist halt auch sehr schön. Freue mich auf das Remake von Story of Seasons, A Wonderful Life. Ist es nicht das, wo die Leute dann altern können? Das Konzept finde ich halt ganz cool, dass man selber altern kann.
Aber ich finde halt, dass die Story of Seasons Teil halt alle irgendwie so ein bisschen komisch aussehen. Ich weiß auch nicht. Ich werde da irgendwie. Ich habe halt auch noch keinen Teil gespielt. Das ist halt auch das Ding. Deswegen will ich es halt auch gar nicht so zerreißen irgendwie. Weil das sind sicher keine schlechten Spiele. Aber ich glaube halt einfach, dass Stardew Valley da wahrscheinlich auch vieles einfach überholt hat, ne? Ich bin ein bisschen bescheuert, dass ich mit einer Spitzhacke auf Holz rumeier, oder? Okay, ich hole mal eben meine Axt. Ori, die smart hier. So. Korinthenkacke. Ah, ist ja alles gut. Ich freue mich auf das neue Story of Seasons, hat das andere schon gemacht. Ich weiß halt immer nicht, ob ich nicht eher von Story of Seasons. Also, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich von Story of Seasons, glaube ich, enttäuscht werde. Weil ich halt Harvest Moon so sehr geliebt habe und auch gerade Friends of Mineral Town sehr geliebt habe. Und ich halt jetzt schon von einigen auch gehört habe, dass, dass die trotzdem mit Stardew halt auch ein bisschen immer noch ein bisschen glücklicher werden. Aber es ist ja auch immer so eine persönliche Sache. So andere, während ich halt zum Beispiel auch Hogolife total toll finde, finden andere es halt total doof oder so, ne? Das ist völlig in Ordnung. So, nur weil es anderen nicht gefällt, heißt es nicht, dass es mir nicht auch gefällt oder so. So. Vielleicht kommt irgendwann mal der Tag. Vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, wo wir mal in einen Story of Seasons Teil reingucken. Ah, ich glaube, die kosten ja auch immer ein bisschen was, ne? Ich weiß gar nicht, wie da die Preislage ist bei den Story of Seasons Teilen. Vielleicht schauen wir uns auch Wonderful Life mal an oder so. Wann soll das eigentlich kommen? Viele haben das neue Harvest Moon, dieses Stadtteil-Ding da, weil es nicht mehr das alte Harvest Moon ist. Was? Den Satz habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Meinst du vielleicht Rune Factory? 50 Euro, das ist auf Switch gekostet, meine ich. Hm. Ah, ich würde es ja eher am PC spielen dann. Wenn Spiele am PC verfügbar sind, spiele ich sie lieber auf dem PC. Gerade im Stream, da muss ich nicht immer irgendwie meine Capture Card umschalten. In den Mechanics hängt SOS immer noch hinterher, ist aber immer noch besser als die neuen Harvest Moon-Teile, die erscheinen. Ja, die, über die brauchen wir nicht reden, Antonius, ne? Die, also, ich finde es traurig. Mir tut es in der Seele weh, dass sie einfach den Namen nicht einfach ruhen lassen. Das finde ich so schade. Dass sie das nicht ruhen lassen. Sie haben einen, keine Ahnung, sie haben aus Harvest Moon einen Zombie, also aus dem Namen Harvest Moon haben sie einfach einen Zombie erschaffen. Und dieser Zombie wird einfach, keine Ahnung, der wird einfach nicht zur Ruhe gebettet. Der muss immer weitermachen und das ist alles ganz schrecklich. Das ist einfach, keine Ahnung, diese Harvest Moon Spiele, die da rauskommen, die, ich weiß nicht, die sehen aus, als hätte irgendwie jemand in seinem ersten Semester ein Mobile Game zusammengeklöppelt. Also es ist absolut, also eine Hässlichkeit, sondergleichen. Und einfach eine Unverschämtheit leider für diese IP, aber keine Ahnung, warum die unbedingt an dem Namen festhalten wollen. Wahrscheinlich, damit sie den Namen nicht verlieren. Ich glaube, es gibt halt auch so Regeln, dass man manchmal, glaube ich, eine IP weiter bedienen muss. Sonst verliert man halt die Namensrechte oder so. Ich weiß es nicht. Ob das vielleicht damit zusammenhängt. Weil sonst verstehe ich nicht, warum sie einfach immer wieder dieselbe Scheiße raushauen, die kackhässlich ist und niemand spielt das. So, niemand spielt das, jeder hasst es einfach nur. Es ist halt absolut furchtbar. So, du weißt, okay, neuer Harvest Moon-Titel angekündigt, alles klar, kommt die nächste Totgeburt. Herzlichen Glückwunsch. So, Rant Ende. Das ist einfach nur traurig. Da kann man schon froh sein, dass es halt eben Story of Seasons gibt. Das ist halt super. So. Ja, wie machen wir das jetzt mit der Bude hier? Ich würde die ganz gerne daneben stellen, aber es geht nicht, weil die doch ein bisschen größer sind. Und vor die Keller-Dings da ist halt auch irgendwie scheiße, ne? Das ist nicht so dankbar mit dem Platz hier. Warte mal. Hier könnte ich es jetzt hinstellen, oder was? Obwohl, nee, der zeigt es ja nicht grün an, ne? Und stellen wir es so hin. Ist auch okay. So, da können wir dann das Röschen reinstecken, wenn wir das ernten hier, das Blümchen.
Hallo, Maybe. Hallöchen. Nee, Harvest Moon ist halt auch Mist. Also, was, ne? Bis zu einem gewissen. Ich weiß gar nicht, was das letzte vernünftige Harvest Moon noch war. Ist schon lange her, glaube ich. Man muss für irgendein Handheld gewesen sein. Baum der Stille war das letzte, ah, ja. Wofür kam das raus? 3DS oder so? Wii. Für die Wii? Okay. Ja, eine Wii hatte ich zum Beispiel nicht, deswegen konnte ich das zum Beispiel schon gar nicht spielen. So, dann verkaufen wir eben die Blumen und den Ingwer. Schön, dass wir Ingwer auch ganzjährig finden. Finde ich gut. Die waren früher alle halt noch sehr cool, die Harvest Moon-Teile damals. Ja. Und dann sind ja, hat sich ja da alles gespalten und die von Story of Seasons konnten die IP wahrscheinlich nicht, also den Namen natürlich sicher nicht mitnehmen. Und haben das dann einfach weitergeführt mit Story of Seasons. Für den 3DS habe ich das von meinem Freund mal gespielt, das war noch süß. Kann sogar sein, dass ich das für den DS sogar mal emuliert angespielt habe. Das kann sogar sein. Irgendwas klingelt da. Weiß gar nicht mehr. So, bei Connor haben wir unsere Beziehung gesteigert. Das ist super, weil wir ihm was zum Geburtstag geschenkt haben. Gaming Galaxy, danke schön für deinen Raid. Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben mal wieder das Spiel gerettet. Wir sind einfach richtige Helden heute. Danke schön. Ich hoffe, du hast einen oder ihr habt einen schönen Stream gehabt. Was gab's Feines bei dir? Hast du zufällig auch Coral Island gespielt oder was anderes gemacht? Hallöchen Trafee, hallo. So, Jenna hat uns dasselbe zu erzählen mit dem Clownsfisch, Clownsfisch, ne? Gut. Danke für die Infos. Die Telenovela ist wahrscheinlich immer noch dieselbe. Ja, ist sie. Und was sagt das Wetter? Für morgen sind schwere Sturmböen vorhergesagt. Ein Sturm ist im Anmarsch, plane entsprechend. Oh, da ist die Frage, ob es wieder sowas wie Blitzableiter oder so ein Stuff gibt. Ne? Da werde ich ja schon wieder nervös, nicht, dass ich nachher hier irgendeinen Kram brauche vor den Blitzen oder so und das Zeug noch nicht bauen kann. Oder noch nicht gebaut habe. Aber ich glaube, es gibt auch nichts in der Richtung, was irgendwie damit zusammenhängen könnte, ne? Ich glaube nicht. Das sind halt alles noch relativ standardmäßige Sachen hier, ne? Ja. Ah, ihr habt auch Coral Island gespielt, okay. Sieh, aber du bist schon viel weiter. Ja, wir haben schon Sonntag angefangen. Boah, gerade Küche und Bad geputzt, jetzt mit Tee und Mokka-Joghurt Stream genießen. Ah, das klingt lecker. Das klingt sehr lecker. Lass dir schmecken. Da kannst du dich dann auf jeden Fall belohnen für. So. Ach du heilige Scheiße, sind die groß. Ey, die Blumen, die man anbaut, die sehen so süß und groß aus. Das mag ich voll. Die sind so flauschig. Die sind so unfassbar flauschig. Wann sind denn endlich die Tomaten fertig, Mami? Wir brauchen eine Tomate für die Schildkröte. Verkaufen wir den Weizen mal, wa? Obwohl, warte mal, einmal Weizen sollten wir fürs Bundle aufheben. Und die Gardenie wahrscheinlich auch. Wir können da ja mal eben hin. Ich glaube, wir sollten uns dahin teleportieren können. Ich guck mal. Nein. Das ist manchmal ein bisschen gefährlich hier mit dem Verbrauchen von Sachen. So. Die Blumen könnte man als Kopfkissen benutzen. Schon, ja, schon. Habe ich was Signifikantes verpasst? Ich habe zwar per Boombox mitgehört, aber nichts gesehen. ich glaube nichts Krasses, nein. Ich glaube nichts Krasses. Ich habe nur noch mal ein Bienenhäuschen gebaut und dafür Stuff aus der Mine geholt. Und sonst fällt mir, glaube ich, gerade nichts ein. Wir waren ein bisschen farm, haben Connor was zum Geburtstag geschenkt. Nö. Aber jetzt nichts Krasses. Ah, bis auf die Anspielung auf Stardew Valley. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die Stardew-Anspielung. Dass wir doch eine haben.
und die schon hätten sehen können, wie Dussel. Hä? Hab ich hier nicht... Oh Gott, ich dachte, ich hätte hier schon alles reingeflackt. Ah lol, dann müssen wir gleich nochmal zurück. Dachte, das hätten wir schon gemacht. Ach, hier muss Hibiskus, Schalotten, Sonnenblumen, Peperoni und Blaubeeren rein. Hä? Ich konnte Schalotten kaufen? Wo das denn? Ah, wahrscheinlich sammelt man die auf. Sammelt man die. Ah, hier muss Meersalz rein. Hier müssen die Muscheln rein. Okay. Also nichts mit Weizen und Gardenien. Da komme ich nicht weit mit. Okay. Schade. Schade. Das ist sehr ärgerlich. Okay. Dann düsen wir mal eben zurück. Wir können ja einfach die... was war das jetzt? Jetzt habe ich mir den Scheiß nicht gemerkt. Ich war der Idiot. Gänseblümchen und... Was war das andere? Scheiße, was war da noch? Was wollen die noch haben? War es die Morchel? Nee, die Morchel haben wir da doch schon reingelegt, oder? War das irgendein Pilz? Keine Ahnung, Mann. Ah, ich bin auch einfach wirklich 10 von 10 verwirrt, ne? Nee, es ging mir nicht um die Sommersachen. Hibiskus können wir aber auch schon mitnehmen. Ging mir nicht um die Sommersachen, sondern um die Frühlingssachen noch. Die habe ich wohl vergessen, da reinzulegen. Rübe. Ah, oh Gott. Habe ich nicht mehr. Scheiße. Fuck, ich habe es verkeckt. Ich habe keine Rüben. Warum? Oh, hier sind die. Wir hatten die umsortiert. Ah, okay. Oh, da habe ich jetzt aber Glück gehabt, ey. Das wäre jetzt sonst eine... Oh, da hätte ich mir jetzt aber richtig in den Hintern gebissen. Da hätte ich mir jetzt richtig hart in den Hintern gebissen. Du bist ein Dulli, so wie wir auch. Ja, Mami. Schnellreise ist neu, ne? Das hatten wir gestern schon freigeschaltet, die Schnellreise. Nur, ich kann sie nicht immer nutzen, weil man nicht an jeder Stelle Schnellreise freigeschaltet hat. Man schaltet das wohl irgendwie nach und nach frei. So. Ah, jetzt, damit hätten wir dann auch Zuckerrohr freigeschaltet, okay. Damit hätten wir Zuckerrohr freigeschaltet. So. Gönn Belohnung. Tomatensamen. Oh ja, cool. Und Zuckerrohrsamen. Die bringen uns jetzt aber nichts mehr. Die sind fürs Frühjahr. Aber wir hatten ja schon welche. Dann können wir noch ein paar Tomaten anpflanzen. Das ist doch super. Wie viele Tage brauchen die? 10 Tage. Ach du Scheiße. Ja gut, die haben wir ja bald. Die haben wir ja bald. So. Okay, Cyberpunk vom PC auf Steam Deck Stream ist echt gut gemacht mittlerweile. Ja, funktioniert das? Ach, hier ist noch besetzt. Mami, hier ist besetzt. So. Gut. Okay, dann brauchen wir den Scheiß ja nicht gießen. Dann hebe ich aber einmal Blümchen und Weizen aber auf jeden Fall auf. Ich packe die aber, glaube ich... Ja, ich packe die Blumen, glaube ich, erstmal hier mit rein. So. Es gibt kaum was Besseres im Spiel als die Schnellreise. Manchmal finde ich es halt auch ganz schön, einfach durch die Gegend zu wandern. Aber manchmal, wenn es halt wirklich schnell gehen muss, ist das schon sehr gut, ne? So. Ich würde nochmal weiter tauchen gehen, wa? Wir brauchen ja... ach nee, können wir gar nicht. Wir können halt Müll sammeln, aber wir kommen unten noch nicht weiter, solange wir noch keine Tomaten haben. Dann können wir auch vielleicht noch ein bisschen in die Mine gehen.
Und hoffen, dass wir noch mal ein paar Kisten und sowas finden. Und Erze sammeln und so, weil die brauchen wir ja so oder so mal. Die können wir auch einfach hinflitzen. Und dann gibt es ja auch nochmal Geoden und so. Und dann muss ich demnächst mal die Geoden aufmachen. Müssen wir mal dran denken. Das Butter weich sogar. Mal sehen, ob ich das Steam Deck mit meiner Capture Card verwenden kann. Das wär ziemlich geil. Es bleibt einfach die nächste Streamer. Haben die Bewohner eigentlich schon Herzchen-Quests oder kann man bei denen schon Beziehungen aufbauen? Also du kannst auf jeden Fall schon, also wir haben vorhin schon Herzchen dazu bekommen bei Connor, bei dem Bürgermeister. Man kann ja auf jeden Fall, hier gibt es ja schon Herzchen. Wir haben jetzt bei ihm schon ein Herz und bei Kenny haben wir auch schon ein Herz. Die haben dann unterschiedliche Farben wohl. Ah, ich glaube dadurch erkennt man, ob man die Leute daten kann. Wenn die Person ein rotes Herzchen hat an der ersten Stelle, ich glaube, dann weiß man, dass die Person gedatet werden kann. Bei ihm ist nämlich das Herz noch nur so orange, so pfirsichfarben. Das ist cool. Das habe ich mich eh schon gefragt, ob der, wie man das im Spiel erkennt, ob man die Leute daten kann.